So, weiter geht's mit einer neuen Runde der Panem Live. Letzte Runde war schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ich dachte mal, ich mache einen neuen Tramnok-Charakter. Und ich dachte mal, so als Wortspiel Love Tramnok passt ganz cool. Oder Love Tram, aber Love Tram klingt irgendwie so nach Love Parade oder keine Ahnung. Ja, genau. Deswegen, also hier Love für Liebe Tramnok. So, also ich liebe Tramnok, keine Ahnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich soll auf alle wieder ein Jester werden. Und ich glaube, wir haben einfach momentan ja die einzigen Chancen, irgendwas zu an Tramnok zu kriegen und wahrscheinlich das Ganze selbst zu farmen. Sind aktuell, ich weiß nicht, 37 Leute online oder so. Hier steht es ja 40 mittlerweile. Und naja, shopsmäßig schaut das nicht. Naja, lass mal das Thema. zumindest läuft ein World Event, würde ich schon sagen. Lord Event. Das ist schon mal positiv. Und ich muss sagen, bei der Charaktererstellung ist mir wieder was aufgefallen. Also, das ist jetzt wieder mal so eins der Sachen, die vielleicht mal so nach, keine Ahnung, 200 Charakteren mal auffallen oder so, die man erstellt hat. Und zwar ist mir schon aufgefallen, dass. Also, ich muss sagen, Flive ist. Aus wann? 2003, 2004, glaube ich ungefähr. Und ich finde es irgendwie interessant, dass die Koreaner damals wirklich schon. Hier Hairstyles in Anführungsstrichen erfunden haben, beziehungsweise genutzt haben bei den Charakteren, die damals, zumindest meines Wissens, damals nicht wirklich ja, jemand hatte. Also ich weiß nicht, wie es damals in Korea ablief, aber es sind eben schon Hairstyles drin, die man so früh eigentlich nicht hatte, meiner Meinung nach. Wie zum Beispiel, also die aktuelle Frisur ist eigentlich aktuell so eher so ein bisschen in der Mode. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin der Meinung, vor wie viel? Theoretisch, ja, 13, ja, 14 Jahren im Prinzip, habe ich noch niemanden so rumlaufen sehen. Ich meine, kann mich irren, ist natürlich schon lange her, aber ich glaube nicht mehr vor 3 Jahren, 4 Jahren. Und irgendwie ist das lustig, auch hier so manche Frisuren, keine Ahnung, also. Irgendwie war der Flive schon echt der Vorreiter bei den komischen Styles da und irgendwas ist komisch, aber ja, keine Ahnung. Ist gerade irgendwie nur so, also ist mir gerade so spontan aufgefallen. Genau, ich habe vorher noch mit einem anderen Charakter, beim letzten Mal habe ich mit einem anderen Charakter, mit einem Blade, Dings gecrampt, die komischen Eventmonster, die komischen Boxen. Ich mache das einfach mal auf, wobei es irgendwas hier ist. Soulbound. Nope, nix Soulbound, schon mal nice. Wir hauen mal kurz hier das Zeug rüber. So, einmal. Ach genau, hier. Und mal schauen, was alles so drin ist. Refresher Hold, Voter Box, okay. Wo haben wir es am besten hin? Hier können wir es am besten sehen, genau. Ich mach's mal so ein bisschen langsamer auf. Also, ich finde schon ziemlich geil, dass hier wirklich einiges an Power-Ups gibt. Shining Scroll? What the fuck? Hä? Shining Scroll? Lol? Ups. Ah. Hier ist die Shining Scroll. Was ist eine fucking Shining Scroll? Ach, wahrscheinlich irgendwas für das neue Diamantsystem oder so. Naja, keine Ahnung. Upcuts. Haufenweise Upcuts. Das ist wirklich ziemlich nice. Drei Shining Scrolls. Noch mehr. Power-Ups, mehr Shining Scrolls. Okay, die Shining Scrolls sind schon mal nichts Besonderes. Einiges an Red Chips auf alle Fälle, was schon mal ziemlich nice ist. Ja, 96 Boxen haben sie echt in sich. Ah, okay, es waren alle, oder? Jupp. Dann haben wir drei Piercing Card Boxen und drei Voters Boxen. Medicine of Strong STR, Milk of Chocolate. 10 Stück, glaube ich, waren das. Und man ist dann auf Strong STR. Okay, 280 Red Chips bringen uns ziemlich viel, nämlich gar nichts. Man kann die angeblich auch in der PK-Map farmen. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber. Oh, ich kann mich sogar selbst laden. Nice. Aber, ja, keine Ahnung. So, Problem ist, es gibt momentan wieder keine Party. Zumindest keine leere. Ich fange jetzt einfach mal an, so zu leveln. Ich meine, wir werden es wahrscheinlich eh nicht
unglaublich weit kommen, aber bis 30 oder so ohne Leecher ist schon. Wobei, vielleicht sollten wir trotzdem Leecher mitnehmen. Einfach nur, dass der Leecher halt eben irgendwie zumindest ein bisschen höheres Level hat. Mal vielleicht mal kurz einen Leecher. So, mal schnell Leecher erstellen. Sonst leveln wir halt irgendwie dann den Leecher nochmal extra und so. Und das ist irgendwie auch scheiße, deswegen. So, genau. Folgen, Party einladen, yes. Ist das zwar super ineffizient, aber ich, keine Ahnung, ich meine, ich kann es natürlich auch nicht ewig hier erstmal Zeit verbringen mit Accounts erstellen und Charakter und Party hochleveln und so weiter, ist natürlich jetzt auch wieder blöd, deswegen, naja, egal, macht nichts. 20 STR-Punkte, 20 STR-Punkte, Ich muss, also wie gesagt, ich finde es irgendwie echt lustig, also es gibt echt schon, also irgendwie finde ich es faszinierend. Ich meine, ich könnte mal googeln und ich müsste mal googeln, was tatsächlich damals so die Styles waren vor 14 Jahren oder so. Aber ich glaube, dass Flive mit solchen Frisuren irgendwie echt ein Vorreiter ist. War, ist, wie auch immer. Also ansonsten irgendwie so, es ist halt, ich meine, klar, so manche haben wir schon mal gesehen und so, aber irgendwie ein bisschen ausgefallen sind die sowieso. Und ich meine, klar, okay, es ist so ein Manga-Style und so, aber irgendwie lustig. Keine Ahnung, wie gesagt, kann sein, dass es mir einfach gerade nur das Einzige auffällt, aber ich finde es halt irgendwie schon ziemlich auffällig. Also, wenn man halt so ein bisschen drauf achtet und so, dann finde ich es halt irgendwie schon ein bisschen lustig irgendwie. Keine Ahnung warum. So, Padfilter, ich zoome wieder tot, okay. Hier ist der Padfilter. Na, scheiße, okay, lass Pad drin. ach so, das war gerade ein Luia-Sound, ich dachte mir gerade, what the fuck. So, okay. Ich finde es hier übrigens interessant. Drei neue Rekorde also auf einem Rutsch da, okay. Lass mich kurz mal schauen. Wo war denn hier das, Rekordebuch? Promosystem? Was ist ein Promosystem? Oh, lol. Jobinfo. Gab es nicht mal so ein Rekordersystem? Ach, das war, glaube ich, ein Flares, oder? Bin nicht ganz sicher. Egal. Auf alle Fälle, ja, jetzt wurde ich gerade unterbrochen. Wo waren wir jetzt vom Thema? Ja, wie gesagt, ich müsste echt mal nachgoogeln und ich kann es mir vielleicht parallel dazu machen. Ich schau mal kurz. Frisuren 2004. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wirklich. Oh lol, kommen wirklich Bilder? Okay. ja, okay, also ich habe es mir ungefähr genauso vorgestellt, was gerade rauskam. Im Prinzip was komplett anderes als irgendwie. Als wir aktuell hier kennen. Oder. Was wir jetzt aktuell zumindest gewohnt sind. Es ist zwar noch gar nicht so lange her eigentlich, aber es ist trotzdem echt super interessant irgendwie. Okay, ich finde es gerade echt lustig. Warte mal, vielleicht mal direkt nachgoogeln. Frisuren 2004, Korea. Jetzt kommt bestimmt gleich Nordkorea. Oh, lol. Okay. Ja, also es ist interessant. Soll ich langsam zu viele Suchbegriffe? Okay, jetzt kommen noch Ergebnisse. Also es sind gewissermaßen also man kann schon ein bisschen die Dinger erkennen, so die also woher das Ganze stammt. Wobei es trotzdem echt immer noch ein bisschen anders ist. Also so wirklich das, was hier in Schleif an Auswahl drin ist, gab es damals irgendwie auch nicht so wirklich. Also zumindest wenn ich immer über die ganzen Bilder drüber schaue. Das ist echt interessant. Das ist echt interessant. Ja, jetzt habe ich wieder ein neues Thema gefunden, wo ich wahrscheinlich 3 Stunden drüber reden kann. Na, ich muss echt sagen, es ist schon witzig manchmal. Naja. Okay, wie dem auch sei. Auf alle Fälle, ich will eigentlich zumindest mal versuchen, den Jester
Achso, habe ich schon erwähnt, so den Jaster. Den Jaster auf alle Fälle auf 80 Maß wahrscheinlich bringen, beziehungsweise auf Tramlok-Niveau. Ich hoffe, ich bin da schneller, als das Server hier irgendwie RIP geht oder so. Nein, das hoffen wir jetzt mal nicht, aber. Ja, die müssen sich, wie gesagt, schon ein bisschen dranhalten uns noch, aber. Ich meine, die Spielerzahlen, momentan gut 45, es wird gerade aktuell wieder mehr, das ist irgendwie lustig. Immer nicht davon redet. Aber ja, also, ich meine, mit dem Jester können wir auf alle Fälle ein bisschen was anfangen. Wir könnten vielleicht mal Shops aufmachen, beziehungsweise generell was verkaufen. Wir könnten mal schauen, ob wir dann irgendwie, ja, ein bisschen was erreichen können. Und ich denke schon eher, dass man damit vielleicht echt ein bisschen. Oh, hier ist ein Party, hier ist ein Party, hier ist ein Party. Nice. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. So. Nix wie rein da. Okay, perfekt. Dann haben wir zumindest schon mal endlich mal einen Link hier. Und eine Party auf Schaden wahrscheinlich, hoffentlich. Die ist auf Schaden. Perfekt. Nice. Okay. Das ist schon mal super. Okay, dann kriegen wir zumindest schon mal ein bisschen mehr XP. Wir haben mehr Damage und so weiter. Das ist schon mal super. Okay. Achso, wir haben hier schon. Nicht Mage, Akrobat, genau. Dann gehen wir Richtung Flaris. Geht irgendwie super schnell, wenn hier keine Leute in Flariston sind. Ach ja, genau, es gab hier die ganzen. Stimmt. Genau, das könnte ich mir direkt kaufen. Stimmt. Können wir schon mal auf STR statten. Können wir schon mal das Jojo ausrüsten. Wie viel haben wir dann an Attack und Attack Speed? Ja, okay. Dann kaufen wir uns hier schon mal ein Set zusammen. Ganz praktisch, dass man genauso viel Geld droppt oder relativ. What the fuck? Oder einigermaßen so viel Geld droppt, wie man wirklich dann braucht für das Equipment. Mittlerweile ist es sogar um einiges mehr, als man eigentlich braucht. Naja, egal. So, drei Decks nochmal dazu. Ich bringe auch zwei Decks. Am Anfang kriegt man irgendwie immer Decks als Jester. 10% Crit-Rate und ein bisschen Müll. Aber zumindest haben wir hier ein bisschen Death auch dazu. Ich meine, vor allem Death ist halt schon relativ wichtig, wie ich finde, weil. Na, ohne Def ist es halt nur halb so geil. 115k. Na gut, okay. Könnte man früher auch schon mit Rechtsklick verkaufen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Naja, egal. Finde ich auf alle Fälle toll, wenn es eingebaut wurde. So, was haben wir sonst noch hier? Akrobat-Skills haben wir noch keine. Okay. So. Man könnte auch mal so ein bisschen schauen. Ich meine, auch generell diese. Also gut, ich meine, wie die Charaktere angezogen sind, teilweise generell diese Sets und so, die sind schon echt aus dem letzten Jahrhundert so gefühlt. aber. Zumindest. Okay, irgendwas. Mir ist gerade im Hintergrund krach, ich weiß nicht, ob es gerade hört. Wenn ja, sorry dafür, wahrscheinlich ein Heli oder. Ich weiß es nicht. Oder irgendein Flugzeug, was gerade abstürzt. Keine Ahnung. Irgendwas Lautes im Hintergrund, was auch immer das ist. Spielt keine Rolle, sollen sie erstmal nicht stören. Und ja, ich überlege gerade, wir kriegen hier zumindest ein paar Binded. So, schön, 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 schön. Umhang 5% Angriffskraft, haben schon mal 19 Attack mehr, bisschen mehr Speed, bisschen mehr HP. Buy Hotkey. Poster Error Cost. Ach lol, man kauft. Okay, interessant. Man kann es dir direkt kaufen. Ich dachte, man muss irgendwie, oder man kann was auswählen. Ich habe schon mal getestet, glaube ich, ich weiß, aber hat es gerade nicht mehr ganz im Kopf, wie es genau ging. Interessant. Okay, so, Level 18 schon. Ich meine, wir kommen immerhin voran. Ich überlege gerade, wir könnten jetzt zumindest mal. Machen wir vielleicht Questies aus. Pet raus. Ja, bringt uns halt eigentlich so gar nichts ungefähr, aber. Wir können zumindest sagen, wir haben Pet draußen. Wir sind cool. Oder so. So, hält es hier längere Zeit? 29 Sekunden? 29? Okay. So, Party bei Level 40. Du könntest jetzt deine Skills aktivieren. Mr. Party Leader. Aber mal schauen. Vielleicht spare die Punkte auf. Keine Ahnung. Ist übrigens aber auch schwer herauszufinden,
Von wann diese ganzen Sachen hier stammen, oder? Ja gut, okay, die Webseite ist schon wirklich so 2000, ja wirklich 2001 bis 2004 Copyright. Alles klar, interessant. Also, wie gesagt, ich finde es teilweise echt super interessant einfach, wie sich halt so die Zeiten verändert haben und generell die Leute und die ganzen Styles und so. Ich finde es, ich meine, es ist zwar vielleicht ein bisschen hobbylos, das gebe ich zu, aber es ist trotzdem eigentlich echt super interessant. Also, es ist eben lustig. Also manche Sachen, die sind schon echt witzig. Naja, okay. Also ich meine, mir geht es teilweise so, dann schaust du irgendwelche Videos an von früher oder so. Und dann hast du, was weiß ich, irgendwelche, ja, keine Ahnung, irgendwelche Leute in komischer Kleidung mit komischen... Okay, das Pad hier ist echt A, nervig, weil es ganz irgendwelche Geräusche macht. Und B, sammelt uns ja aktuell nur Müll ein. 23, das bringt uns ja aktuell eigentlich eh noch nichts. Genau. Und ich meine, wenn man sich mal so anschaut, was es halt eben früher so gab und so, oder wie halt die Leute sich früher so gekleidet haben und wie die aussahen und ich finde es schon immer echt ziemlich lustig und ja. Auf jeden Fall. So. Genau, okay. Ich habe übrigens mal eine Liste gemacht mit potenziellen Schleifthemen. Ich weiß nicht, wir könnten da irgendwie mal schauen, oder ich weiß nicht, ob das auch eine super Idee ist, oder ob das, was weiß ich, ihr könnt mal einfach eure Meinung zu sagen. Oder einfach vielleicht auch dazu sagen, was ihr euch wünschen würdet, oder was da irgendwie ganz cool wäre, oder vielleicht nicht so cool wäre, je nachdem. Und was suche ich das Ganze gerade hier? Google Drive. Mal kurz eben aufmachen. Zu Google Drive. Einmal hier. Nein, falscher Account. Ach, ich muss erst einmal. Es war super, wenn Google alles miteinander verknüpft, aber wenn du dann X Accounts hast und so, geil. So, ja, ich weiß nicht, ob wir einfach irgendwie dann so eine kleine Abstimmung machen sollen, was für ein Thema das einfach am nächsten dann oder das nächste dann vielleicht drankommen soll. Ich habe einfach mal ein paar Themen aufgelistet. Zum einen habe ich hier mal, in welche Richtung soll mein Channel gehen? Also nicht wundern, ich habe jetzt die Themen generell so kurz gefasst, einfach um sie dann direkt schon mal als Titel verwenden zu können. Also ich versuche die mal so kurz wie möglich zu fassen, wenn es irgendwie möglich ist und ja. Dann habe ich mal noch Titel beziehungsweise Thema Elektroautos, Fluch oder Segen. Wobei das Thema ein bisschen länger eigentlich ist, als dieser Titel verheißen mag. Dann zu der Aussage, YouTube ist keine Arbeit oder YouTube ist gar keine Arbeit. Da gibt es immer so dieses, ja, ich weiß es nicht, also vor allem bei großen YouTubern, die haben dann echt so viele Hater. Oder ich meine, es ist eigentlich eh lustig. Sind es Hater? Ich weiß es nicht. Es sind einfach auf alle Fälle Leute, die scheinbar die Leute an, also die scheinbar die YouTuber anschauen, die Videos von denen. Aber trotzdem irgendwie sich dann aufregen, dass sie damit Geld verdienen, wo sie deren Videos anschauen und die damit quasi eigentlich auch verhelfen, Geld zu verdienen. Naja, das ist auf alle Fälle irgendwie so ein ganz interessantes Thema, was ich irgendwie immer wieder lese und was ich einfach nicht so ganz wirklich verstehen kann, weil es eigentlich keinen Sinn ergibt für mich. Weil. Ich laufe mal los. Achso. Und ja, ich weiß es nicht, aber. Es ist halt schon so ein bisschen strange irgendwie. Also, ich meine, es ist eigentlich auch ein riesiges Thema. Ich lese es immer wieder auf Facebook oder auf in irgendwelchen Foren oder bei irgendwelchen Argumentationen von irgendwelchen Leuten, wenn es um irgendwelche Themen geht. Also zum Beispiel konkret das Thema, weil ich hier so eine YouTuberin slash Softporno-Darstellerin wollte ich da irgendwie in ein Luxushotel einbuchen und wollte dem Besitzer von diesem Hotel dann quasi anbieten,
ja, quasi, dass sie kostenlos dann für 3 Tage den Urlaub machen kann, und da kriegt er dann irgendwie Promo-Videos. Also, naja, und bei solchen Gelegenheiten haten meistens ja auch meistens auch immer viele Leute an YouTuber und so, weil halt die denken so, ja, ist keine Arbeit und so. Was, wie gesagt, echt ein interessanter Punkt eigentlich ist, weil viele sagen auch dann, YouTube, man macht nichts sinnvoll, also man macht nichts gesellschaftlich sinnvolles oder kein nichts Produktives und so weiter. Aber das Ding ist natürlich, wo fängt man da an, wo hört man auf? Eigentlich schon wieder ein interessantes Thema eigentlich. Wann ist was sinnvoll, wann ist was nicht sinnvoll? Ich meine, wenn jemand beim Fernsehen ist es dann sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ist Hollywood sinnvoll? Erfüllt es einen Sinn oder irgendeinen Zweck? Eigentlich nicht. Ich meine, da gibt es echt viele Themen, die man echt aufgreifen könnte unter dem Schlagwort. Aber es ist echt ein interessantes Thema eigentlich. Dann zum Thema YouTube generell momentan. Ich werde immer und immer wieder gefragt, ist es schwieriger geworden, auf YouTube groß zu werden oder auf YouTube hochzukommen von null aus? Werde ich so oft gefragt, und ich glaube, ich habe es schon ein, zwei Mal beantwortet. So, weil man auch sagen muss, es ist eigentlich so ein bisschen was Dynamisches. Das ändert sich eigentlich immer ziemlich schnell und ziemlich oft. Und könnte man vielleicht mal ein Video zu machen? Dann habe ich, ja, so ähnlich wie das dritte Thema, Hate gegen YouTuber. Ja, im Prinzip ist es auch so, ist YouTube keine Arbeit? Ist es ähnlich, aber nicht ganz gleich eigentlich. Also, finde ich auch immer wieder. Oh, Leute, sind die wieder. Lol, what the fuck? Alter. Ja, alles klar, hier sind haufenweise Behemis. Jo, okay. So, wir will farmen. Hier hinten bei den Dumpbells gibt es 3 Milliarden Behemis. Hier gibt es mehr Behemis als andere Monster. Hochinteressant. Wie dem auch sei. Auf alle Fälle, ja, gibt es halt da auch mal wieder Hate und aus allen möglichen und unmöglichen Gründen, ob hier begründet oder nicht begründet. Ich könnte mal einen Upcut anmachen, merke ich gerade. Spielt eigentlich gar keine Rolle bei den meisten Leuten. Die haten halt einfach mal und. Ja, gut, warum müssen sie denn oft selbst nicht? Aber das ist halt dann erstmal so. Erstmal haten und dann erstmal überlegen oder so, nach dem Motto. ja, und dann irgendwie auch mal so zu dem Thema, oder zu dem politischen Thema, so das Thema EU. Ich meine, ja, es ist vielleicht schwierig, ein bisschen zu begründen, warum. Aber ich meine, EU steht aktuell, oder die EU steht aktuell so zwischen geliebt werden und gehasst werden irgendwie. Und Macron, also der französische Präsident, hat irgendwie eine interessante Aussage gemacht. Und zwar, das war glaube ich heute, er hat gemeint, würde es in Frankreich ein Referendum geben über einen EU-Austritt, dann würde Frankreich höchstwahrscheinlich auch dafür stimmen. Aber Macron verwehrt halt eben den Franzosen das Referendum. Wie bei uns und restlichen Ländern übrigens auch. Finde ich ein interessantes Thema, zumindest wenn man sich für Politik interessiert. Und dann kann man natürlich auch wieder mal so hinterfragen, wie kann es sein? Auch so in Bezug auf Demokratie und so, weil eigentlich sind ja so auch irgendwelche Präsidenten im Prinzip eigentlich Staatsdiener in Anführungsstrichen. Und ja, ist ein schwieriges Thema. Weil ich der Meinung bin, es kann eigentlich, also man kann eigentlich, vor allem wenn man sogar schon weiß, ein Referendum eigentlich dann nicht wirklich unterschlagen. Und wenn man halt eigentlich weiß, dass das Volk in eine Richtung will, wie der Präsident oder irgendwelche Eliten oder so, dann ist es ein Thema, welches eigentlich sehr tricky ist. Weil, rein aus demokratischer Sicht müsste eigentlich dann derjenige genau das machen, was eben die Mehrheit will. Wenn man das nicht macht, dann ist man im Prinzip nichts Besseres als irgendein dahergelaufener Diktator, welche es in unserer Welt irgendwie hier immer wieder mal gibt. Also das ist halt zumindest so ein anderes Thema irgendwie. Was irgendwie auch ganz interessant ist, und ich sterbe glaube ich gleich, ich muss mich immer hinsetzen. Oh wow, ist das fail. Warum habe ich eigentlich kein Food? Ich trau nicht mehr Food, oder? Warum habe ich kein Food?
brauche Food. Naja, und ja, es war auf alle Fälle auch mal so ein Thema, was man ansprechen könnte. Weiß nicht, ob das jetzt interessant ist oder nicht interessant ist. Keine Ahnung. Ein Thema wäre es zumindest, was man ansprechen könnte. Und genau, das sind zumindest mal so eine Handvoll Themen, die hier mal, die mir angefallen sind. Ja, ich meine, man könnte sich jetzt überlegen, gibt es da vielleicht noch mehr Themen? Klar, es gibt natürlich gefühlt unendlich Themen. Man könnte noch so viele Sachen ansprechen und so weiter. Ja, so viel Zeit haben wir, glaube ich, gar nicht. Und deswegen, ich meine, habt ihr noch Ideen oder wie soll man es machen? Soll man einfach irgendwie mal abstimmen, was für Themen interessant wären oder was ihr generell sehen wollen würdet? Oder wie seid ihr da eigentlich angestellt? Also, ihr könnt mir das gerne mal hier in den Kommentaren schreiben. Dieses Set lohnt sich schon mal nicht. Und ja, ich meine, dann können wir einfach mal über Themen entscheiden, die einfach mich interessieren, euch interessieren und so weiter. Und genau, deswegen würde ich sagen, das war's erstmal mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.